Guten Tag, herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahmesession League of Legends Road to Level 30, mittlerweile Folge 13, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Heute auch wieder dabei, MangaBoy95. Hallo. Pascal, schön, dass du immer Hallo sagst. Ja, ich bin sehr toll im Hallo sagen. Unfassbar. Und auch heute dabei als Special Sonderguest aus meinem Infovideo bekannt, Ash, hier, Chinchilla13. Tüdelü, Motherfucker. Stimmt. Nächstes Mal mach ich's richtig. Ja, mach nix. Kann jedem mal passieren. Nächstes Mal? Es gibt kein nächstes Mal. Wir spielen hier ein Botgame. Es liegt daran, dass Chinchilla vorher noch nie ein League of Legends spielt. Ja doch, sie hat vorher League of Legends gespielt, aber... Das Tutorial gespielt. Reicht ja. Noch nicht auf Level 5 ist, sodass wir ein PvP spielen können. So, Sven, Premiere. Ups. Du ohne mich oben. Ja, aber irgendwie kommt die Frau T aus G. Frau T aus G muss da oben. So ist es. Ich darf dich Denise nennen. Natürlich. Da. Super. Genau, du musst dahin, wo Pascal das gerade markiert hat. Ich hab's gemerkt. Ja, macht nichts. Lasst euch nicht zu oft töten. Ich versuch's mal. Aber es sind ja nur Bots. Ja, und du lässt sie die ganzen Minions töten. Ja, sie muss den Last Hit haben. Das weiß ich. Gut. Welchen Gang habt ihr denn jetzt genommen? Du musst weiter nach oben. Weiter, ja, noch weiter nach richtig. Oben. Dann bin ich richtig. Da, wo ich oben im Gebüsch stehe. Wenn auch deine Premiere mit Nidalee. Ist richtig. Er versucht hier ein bisschen Denise zu supporten. Ja, ich versuche mal meinen Champ zu finden, ich sag's mal so. Letztes Mal habe ich als Ashe gespielt, davor die Male immer als Garen, was nicht so toll ausgeartet ist. Oder beziehungsweise anders gesagt, ziemlich scheiße war. Ach, das braucht einfach Zeit. Das kann wohl sein. Dann lernst du immer die Schwächen und Stärken. Let me show you the way. Let me show you the way. Schön im englischen Originaltitel spielen. So, wo bleiben unsere Minions? Da sind unsere Minions. Wir haben Warwick und Shen. Okay, ich hab Wise in der Mitte. Okay. Ich geh mal drauf, ich guck mal nach, was sie so können. Das Q ist jetzt aber auch nicht wirklich toll. Doch, das, wenn du aus weiter Entfernung triffst dann und wenn du die richtigen Items hast, dann macht das viel Schaden. Ja, aber so wie das jetzt gerade aussieht, verliere ich eher. Nicht, ja, das war jetzt ziemlich blöd, dass du gerade in dem Augenblick aus dem Gebüsch kommst, weil jetzt greift dich Warwick an. Ich versuche dir zu helfen. Weil er weiß jetzt, wo du bist. Ah, daneben. Shit. Komm zurück. Ja. Fängt ja gut an. Das ist richtig, du bist Fernkämpferin, das muss man dazu sagen. Heißt, du musst nicht immer direkt auf Angriff gehen. Kannst Abstand halten. Ach, ihr seid beide tot? Nein, ich nicht. Ich bin gleich tot, weil Warwick gerade kommt. Ich muss da weg. Also bei mir in der Mitte läuft wohl. Ich bin unterwegs hier mit einem Haufen Minions. Super. Einfach, könnt am besten verteidigen unterm Tower. Ja. Ich stehe auch wieder unterm Tower. Ich muss gleich theoretisch zurück, weil ich keinen. Oh, dieser Minion stand im Weg. Was ist der Minion? Du darfst auch ein Stückchen weiter nach vorne kommen. Genau, und jetzt drückst du einfach mit der rechten Maustaste auf die Minions. Ich weiß. Sehr gut. Der hat das Tutorial gespielt, sie weiß. Ich habe das Tutorial gespielt. Ich porte mich eben zurück. Ah, jetzt habe ich mein W erlernt. Mein W ist toll. Lass das aber nicht dauerhaft an. Nein. Achso, dein W. Ich dachte dein Q. Sorry, nein. Ich bin super. Ach, Master Yi ist so toll zum Last Hitten. Wir liegen im Bot-Game hinten. Gibt es denn sowas? Ja, die Bot macht auch nicht so viel. Ist alles gut. Ich staub dann meinen Penta ab und dann war's das. Ja, du warst ja gestern schon wieder auf Quadra-Kill-Niveau, glaube ich. Ja, aber Botgame ist nicht das Problem, nur PvP.
Ja, lustigerweise nehmen wir grundsätzlich PvP-Games auf, in denen wir... Ja, und wenn wir mal eins offscreen spielen, dann gewinnen wir das. So ist es. Wir sind eigentlich ziemlich gut, aber in den Aufnahmen sind wir ziemlich scheiße. Vorführeffekt. So, irgendwie. Ja, komm doch her, komm, los. Oh, na toll. Der Gegner ist scharf. Ich gehe auf den Fan. Du darfst theoretisch gleich hinterherkommen. Ja, bleib lieber unten. Diese blöden Viecher. Instinct guides my steps. Dieser Minion! Läuft's rund? Es geht. Nee. Nicht so weit nach vorne. Versuch gleich mal, wenn der Warwick wiederkommt, dass wir auf den gehen. Fuck. Also, Shen kann Warwick heilen, ne? Ja, dann lass uns erst auf Shen gehen. Shen hat jetzt so die Hälfte ungefähr. 408 hat Shen. Du darfst auch ein Stück jetzt wieder mit nach vorne kommen. Ich versuche Shen zu hitten. Schieß drauf, schön. Ist wieder so ruhig, alle tun so konzentriert, aber irgendwie... Ja, man muss sich ja leider auch konzentrieren. Ja, wir können aber auch wieder irgendwelche lustigen Themen besprechen. Ja, dann fang an. Pascal, wie geht's deinem Glied? Pff, kann ich klagen. Super, steht. Wie immer. Sehr gut. Denise, kannst du es jetzt aber nicht fragen, das weißt du, oder? Soweit hast du, ja, aber soweit hast du in der Schule aufgepasst. Das ist richtig, aber vielleicht hat sie ein Glied in ihrer Umgebung, über das sie sprechen möchte. Ach nö. Das klang jetzt falsch. Das wäre wahrscheinlich unecht. Pascal, bitte. Ich möchte mich dafür entschuldigen bei allen, die das sehen müssen. Mach jetzt mein Weg! Soll mal unter dem Tower davor kommen? Das geht's nicht so weit. Ja, manchmal latscht ihr davon selber hin, voll gemein. Oh, Minion. Ich hab noch keinen Kill, was ist da los? Ich knall mir jetzt Warwick. Ich hab ihn nicht. Scheiße, geh nach hinten, geh weg. Genau, geh da unten lang. Geh da durchs Wasser. Weiter nach unten. Nice. Dann kommst du. Was hab ich? Du hast Warwick, getötet jemanden. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab mich jetzt gerade auf Denise konzentriert. Das ist doch geil. Du hast den ersten Kill aus dem Team. Ich kann nicht heilen. Geil. Bleib mal stehen. Entschuldigung. Sven, was sagst du dazu, dass die Europawahl ziemlich rechts ausgefallen ist? Mich pisst das an, um ehrlich zu sein. Ja, mich hat's auch gewundert. Also Deutschland ist ja noch harmlos mit ihrer AfD da, aber... Der war dämlich. Ja gut, die AfD, das ist eine Sache für sich, da möchte ich jetzt nicht drüber diskutieren. Nein, das ist ja nicht wirklich rechts. Also. Ja, aber die hat so Anhänge, ja, klar. Die schon in die Richtung gehen, das muss man schon sagen. Warwick ist wieder da. Schieß mal mit dem Eisfall drauf, dann wird er langsamer. Schön. I will guide you.
dämlicher Minion. Ja gut, aber was ich halt... Ihr hättet mir ruhig sagen können, dass der Shenbot sich zu mir portet. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, erzähl weiter. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Partei ist in den Europa-Landtag. Kann man das Landtag nennen? Oder ins Europaparlament, so nennt man das, glaube ich, geschafft hat. Hat sie? Ja, die Partei hat es geschafft, mit einem Sitz. Not bad. Und so ist es. Parteivorsitzender Martin Sonneborn ist ein Journalist, den man aus der Heute-Show vielleicht kennt. Fand ich sehr lustig, was er dazu sagte, weil man ist ja für 60 Monate insgesamt gewählt. Mhm. Und er hat jetzt vor, jeden Monat einen neuen aus der Partei dort ins Parlament zu schicken. Das Geile ist ja, du bekommst richtig Asche für sowas. Das ist wohl so. Bedeutet im Endeffekt, du bekommst einen Monat lang 33.000 Euro und bekommst 6 Monate lang danach noch Geld vom Abdanken. What the fuck? Das ist unfassbar, was wir da für Geld rausschmeißen, für solche Vögel. Aber hätten wir jetzt nicht die Partei, wüsste ich da jetzt beispielsweise gar nichts von. Oder hättet ihr gewusst, dass man da 33.000 Euro für einen Monat... Nein, sowas, weißt du, sowas wird dann immer verschwiegen. Also Monat. Eben. Das, dann ist es kein Wunder, warum die so stinkereich sind. Das darf, wenn man so aus. Ich bin taunted, Hilfe. Das darf das dumme Volk dann nicht wissen. Ich bin tot. Du musst zusehen, dass du da wegkommst. Ja, das darf das dumme Volk wieder nicht wissen. Und das ist das, was mich ein bisschen ärgert, um ehrlich zu sein. Weil erstens ist es ja sowieso das, was die großen Parteien sagen, kommt ja sowieso nie dran. Das ist einfach Fakt. Also egal, ob ich SPD, CDU, Grüne, FDP, ja gut, die FDP ist keine große Partei mehr. Aber egal, was ich da wähle, hast du gut gemacht. Egal, was ich da wähle im Endeffekt, es kommt doch immer derselbe Scheiß, wenn man das so sagen darf, drauf, beziehungsweise raus. Ja, das ist so. So, das Problem ist aber, wenn ich nicht zur Wahl gehe, habe ich beispielsweise 100 abgegebene Stimmen und eine für die NPD, dann habe ich 1% an Stimmen für die NPD. Also ich kann auch nicht sagen, ich gehe gar nicht zur Wahl, weil dadurch mache ich das Ganze auch nur schlimmer. Mhm. Was ich natürlich machen kann, ist ungültig wählen. So, bringt das was? Nein. Eigentlich nicht, aber ich habe eine höhere Wahlbeteiligung. Dadurch kommt aber dann wieder zustande, es gehen die Leute zur Wahl und wählen dann so Parteien, die Partei oder die Partei Bibeltreuer Christen oder was es da auch noch alles gibt, die Tierschutzpartei. Das mögen alles Parteien mit Überzeugung sein, die auch alle ihr Recht haben, da auf dem Wahlzettel zu stehen. Ja, das darf man ja auch nicht verbieten, das ist ja freie Meinungsäußerung, Grundsatz eben und so. Eben, da hab ich absolut nichts gegen, aber es stehen halt auch Parteien wie die NPD da drauf und das mag ich nicht, weil die haben eben dann durch solche Leute, die keine Ahnung haben, da gehöre ich ganz eindeutig zu. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ja, das ist klar, aber verbieten kannst du es halt nicht, weil freie Meinungsäußerung, Grundrecht. Ja, aber es muss doch irgendwo eine Grenze geben. Du kannst doch nicht einfach dieses rechte Gedankengut kannst du doch nicht einfach im Europaparlament verteilen. Du musst zurück, Denise. Sehr schön. Das will einfach in meinen Kopf nicht rein. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass wir hier in Deutschland sind, wo es halt diese freie Meinungsäußerung gibt und so weiter und so fort. Ich finde das ganz toll, Pressefreiheit. Ja. Besser als jetzt in Russland auf der Krim zu wohnen, ohne Twitter, in der Türkei oder was auch immer. Das hast du gut gemacht, ich habe es nur auf einmal blinken sehen. Nur, es muss irgendwo meiner Meinung nach mal eine Grenze politisch gezogen werden, dass das Ding jetzt nicht so ausartet, dass man... ja, aber da werden immer welche gegen sein. Ja, aber brauche ich rechte Splitterparteien im Europaparlament? Das ist ja das. Nein, das ist so nicht. Eben. Ich brauche generell keine rechten Parteien, davon jetzt abgesehen. Wer hatte bei uns die beiden einzigen Kills? Du hast einen Kill gemacht und Diana. Der gegnerische Lookspot, dein Lieblingsspot, hat schon wieder 7 Kills. Ja, ich hab's mitbekommen. Denise hält sich aus der Diskussion raus. Brüller. Frau Tole, sind Sie anwesend? Brüller, Denise ist unparteiisch. Unfassbar. Das Problem ist, immer wenn ich diesen Y-Spot angreife, dann portet sich euer Shenbot zu mir.
Denise, du darfst auch reden. Frau Tolle? Ja. Du darfst auch reden. Ich darf auch reden. Ja, kommuniziere mit uns. Auch wenn ich mich hier. Sterb gleich. Ah, ich bin tot. Nur weil ich reden sollte. Ja, jetzt hast du ja Zeit zum Reden, wenn du tot bist. Nö, jetzt schmolle. Ach so. Na gut, das ergibt natürlich Sinn. Ich kauf mir jetzt was. Ich bin eine Frau, ich muss Geld ausgeben. Super. Yes, geht auch. So, was kaufe ich mir denn? Komm her, Warwick. Komm her, Warwick. Fuck, nein, nein. Scheiße, Shen, geh weg! Überlebst du's? Ja. Warte, ich pushe eben den Tower hier runter. Warte, ich hol mir Shen noch. Fuck, Minion getroffen. Naja. Ist Shen noch da? Shen ist noch oben, unter deren Tower. Kannst aber noch unten bleiben, wenn du willst. Beziehungsweise in der Mitte. Ich hab den einen Tower schon mal down, das ist schon mal was. Super. Naja, mit diesem kleinen politischen Statement, den vielen Worten von Denise, würde ich sagen, oh, ich wurde noch geheilt, können wir diese Folge beenden? Ja. Ob wir das Ganze hier im Botgame noch gewinnen können? Wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss. Wiedersehen.